freue mich unheimlich, hier zu sein. Viele Saarbrücken hergekommen. Ich hatte gestern Dienst. Ich bin noch müde, aber es ist großartig, dass ich hier sein kann. Ich bin Ärztin von Beruf, Frauenärztin. Ich bin auch die Gründerin von Afro Natural. Das ist eine Struktur, die in Deutschland seit 2009 für natürliche Haare und Selbstliebe, Empowerment arbeitet. Und ich bin echt geehrt, hier zu stehen. Also vor ein paar Monaten, wo ich mit dem Herrn Bedi gesprochen habe, wusste ich nicht so richtig, was ich hier erzählen würde. Aber ich möchte erstmal gratulieren, alle Nominees gratulieren, die hier stehen, die gezeigt haben, dass sie fähig und willig sind, das Beste zu sein, was sie jemals sein können. Es ist ein Thema. Award steht. Ich habe mir überlegt, was werde ich heute erzählen. Ich stehe hier unter umgarnierte Gäste, unter sehr intelligente junge Menschen und ich dachte, ich werde mal drei Sachen mitgeben. Drei Sachen, die ich gerne als Ratschlag geben möchte. Es ist wichtig, als Erste für mich zu wissen, wer man ist. Ich möchte gerne mit den jungen Leuten heute sprechen, die hier als Awardee stehen, die einen Award kriegen. Ich möchte gerne, dass sie heute, ab heute, wenn sie das noch nicht wissen, aber dass sie heute Zeit nehmen, in sich zu kehren und zu überlegen, wer sie wirklich sind. Ich rede nicht davon, wie sie heißen, dass sie eine Frau sind, ein Mann, eine Tochter, eine Mutter. Ich rede davon, wer sie wirklich im Inneren sind. Ich bin Frau Bianca, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin eine Tochter. Aber als Erste bin ich ein Geist, eine Kraft, eine Energie. Manche glauben an Gott, andere an Allah, an Buddha, aber an wem auch immer man da glaubt. Man ist nicht hier umsonst. Ich glaube nicht daran, dass man hier per Zufall hier ist. Jeder von uns hier hat eine Berufung. Jeder von uns hier hat eine Gabe, hat Talente, hat Motivation, hat Eigenschaften. Jeder hier ist nicht umsonst da. Und jeder hat eine Aufgabe, die nur er erfüllen kann. Deswegen ist es wichtig, dass jeder hier weiß, wer er ist. Man kann sich manchmal schwer äußern, wer man ist, wenn man mich fragt, wer ich bin. Ich bin Ärztin, ich bin Hairstylistin, ich bin Köchin, ich bin Näherin, ich bin alles. Aber ich kann mich manchmal auf drei Sachen irgendwie definieren, durch drei Sachen definieren. Ich weiß, dass ich mutig bin. Das wäre meine erste Eigenschaft. Ich bin mutig, als ich hier vor 16, also ich bin mit 17 hergekommen zum Studium, damals aus meinem Kamerun, ich bin aus Kamerun geboren. Und damals bin ich in Halle gelandet zum Studium. Als schwarze junges Mädchen war nicht das beste, ja, sag ich mal, die beste Stadt, um zu leben, um anzufangen mit Studium. Aber dadurch, dass ich mutig war, hatte ich keine Angst, nachts rauszusehen, zur Bibliothek zu gehen oder keine Ahnung, spät rein, also nach Hause zu fahren, weil ich habe irgendwie dieses Mut. Paket in mir gehabt, was mich getrieben hat. Es ist wichtig, dass man weiß, wer man ist. Daraus bildet man sich, daraus kriegt man seine Vision. Ich weiß, dass ich fürsorglich bin. Ich bin als Mädchen unter vier Jungs, also wir waren vier Kinder damals, ich war einziges Mädchen, drei Jungs. Und damals bin ich in viel Liebe gewachsen. Die Eltern, meine Eltern waren beide Lehrer. Sie haben sich Mühe gegeben, dass wir an nichts mangeln. Wir sind umgezogen, wo ich 11 Jahre war. Und wir haben in ein Hochhaus gewohnt, also für unsere Verhältnisse in Kamerun, wenn man schon in ein Hochhaus gewohnt hat, war man schon gut. Ne? Also vierte Stoff, eine Wohnung, Vierzimmerwohnung, das war schon sehr, sehr schön. Und wir haben Nachbarn gehabt. Sie haben unten, also ebenerdig gewohnt. Es war ein Mann mit zwei Frauen, was auch üblich ist bei uns. Aber der war auch sehr krank und etwas älter. Und jede Frau war für die Kinder zuständig. Und damals war es so, dass jede Frau so Verkäuferin war. Eine hat Tomaten verkauft, die andere hat irgendwie, ich glaube, Brot. Aus Deutschland kann man das nicht verstehen. Ne? Aber dass man Brot auf die Straße mit Miet, mit Fleisch oder mit Erdnuss oder mit Beans ja, verkauft, um dann das Lebeninhalt zu verdienen. Und die hatten Kinder, sehr reiche Kinder. Und damals mit 11 habe ich schon meine Fürsorge entdeckt, weil da gab es ein Mädchen mit 7 Jahren alt. Für mich war es wichtig auf einmal, als einziges Mädchen, mich um sie zu kümmern. Ich habe eine Schwester entdeckt. Ich habe mich darum gekümmert, dass sie immer sauber ist,
dass sie mir mal die Haare schön hat. So habe ich meine Leidenschaft für Haare entdeckt. Ja. Und es ist so weit gegangen, dass meine Eltern sich darum gekümmert haben, dass sie einen Platz in der Schule kriegt, dass sie angeschult wird. Das ist die Fürsorge, die in mich schon als kleines Kind gebrannt hat. Und diese Fürsorge hat mich zu dieser Art Beruf geführt. Ich habe ja gesagt, ich bin Frauenärztin. Das ist die zweite Eigenschaft, wie ich mich definieren würde. Aber ich definiere mich auch durch Liebe. Ich bin in eine Liebe, also in diese Liebe gewachsen. Wir sind, glaube ich, erzogen worden. Und ich wusste schon von vorne aus, ich möchte gerne eine Familie gründen. Ich möchte gerne Kinder haben. Ich möchte gerne wiedergeben, was ich kriege, jeden Tag. Und da will ich gerne mit meinen jungen Leuten da sprechen. Es ist wichtig, an wem man sein Herz gibt. Weil unsere Liebe ist unsere Energie. Und wenn man weiß, wie teuer das ist, dann verschenkt man das nicht an den Ersten, der da lächelt. Ja? Wenn man in sich weiß, wenn man weiß, dass man einen Wert hat, wie ich damals schon, wenn man weiß, dass man seine Umgebung ändern möchte, dass man was ändern möchte, dass man impactieren möchte, dass man nicht nur da ist, sondern dass man was erreichen möchte, dann passt man auf, mit wem man hin und her hilft. Dann hilft man nicht mehr, dann hat man keine Zeit dafür. Da konzentriert man sich auf seine Ziele. Diese Eigenschaft möchte ich euch auch nahe bringen, sich zu überlegen, mit wem, wie, wann, wie, ja, gut. Sich zu überlegen, was ihr tut, mit eurer Liebe, mit eurem Herz. Das wäre das Erste, sich zu kennen. Was sind die Eigenschaften? Was sind ihre Motive? Ich denke, dann wird man verdient sein, weil ich bin auch nicht so alt, ich bin 34. Was habt ihr für Motive? Was treibt euch denn? Was wir hier mehrmals gesagt haben, die Motivation trägt uns und bringt uns dahin, wo keiner uns hinbringen kann. Und wenn ihr euch kennengelernt habt, wenn ihr gelernt habt, euch zu lieben, dann will ich als Zweites, dass ihr lernt, euch zu vertrauen. Weil wir wachsen in einer Gesellschaft, die uns nichts gibt, die uns nichts geschenkt gibt. Wir wachsen manchmal in Familien, wo unsere Eltern das nicht erreicht haben, was wir heute erreichen wollen. Wo unsere Eltern nicht wissen, wie wir dahin kommen. Und dann vermitteln sie uns ihre Ängste, ihre gut gemeinte Ängste. Sie vermitteln uns ihre Unfähigkeiten. Und so wachsen wir manchmal mit Stimmen im Kopf, die uns sagen, dass wir was nicht, das oder das nicht kennen, nicht können, nicht erreichen können. Was du bist Ärztin werden, wo in Deutschland war, und wieso? Das ist unmöglich. Nein, das ist nur unmöglich, solange ich glaube, dass es unmöglich ist. Und für mich ist wichtig, dass ihr das versteht heute, weil damals, ja, aus dieser Grund der Liebe, was ich in mir fühlte, wusste ich schon von vorne aus, ja, ich will nicht 10 Jahre nach dem perfekten Mann suchen. Ich will gleich jemanden haben, mit dem ich mich entwickeln kann. Ich will was erreichen und dann kann ich diese Energie nicht verschwenden. So habe ich in meinem zweiten Medizinjahr schon geheiratet. Ich habe einen netten Mann kennengelernt, der diese auch Energie und diese Ziele hatte wie ich. Und wir haben uns zusammengetan. Und damals, als junge Studentin im zweiten Jahr zu heiraten, meine Kommilitonen haben solche Augen gemacht, weil Medizin nicht gerade so was, was man nebenbei macht. Ne? Und bei meinem Glück war das auch so. Damals war ich in Halle und mein Mann war in Würzburg. Ich habe einen Studienplatz in Würzburg gehabt. Also ich war in Halle fest und wir haben uns immer am Wochenende, manchmal wenn er kam, oder in Ferien kennengelernt. Wie gesagt, meine Eltern waren nicht reich, ich habe gearbeitet. Am Wochenende, in Ferien, musste ich meinen Lebensinhalt verdienen und mein Studium zu finanzieren. Das hat die Dame vorhin gesagt, in Deutschland kann man das machen. Und so wurde ich schwanger. Ja, mit meinem ersten Sohn, der ist heute 9 Jahre alt, Eliel. Der ist auf dem Gymnasium, 5. Klasse, ich bin ganz stolz auf ihn. Aber damals war das nicht so selbstverständlich, als schwangere Medizinstudentin, fast alleinerziehende, fast verheiratet, nicht verheiratete Frau in Halle zu studieren. Ne? Und so wurde ich nicht eine schwarze Frau, die manchmal unter dem Tisch in der Bibliothek auf dem Boden lag, hochschwanger um zu lernen. So wurde ich diese schwarze Frau, die nachts hochschwanger von der Straßenbahn bis in ihrem Hochhaus in Halle allein durch die Nacht da durchgegangen bin. So wurde ich die schwarze Frau, die beim Examen mal kurz raus musste, weil ihr Mann im Auto gewartet hat mit dem zweiten Kind. So wurde ich diese schwarze Frau,
auch wie ein Kinderwagen in Vorlesungshalle war. Ne? Und ab und zu mal raus musste, weil es ein bisschen gestunken hat, musste mal Windeln wechseln. Aber das habe ich auch machen können, weil ich daran geglaubt habe, an mein Blut und an diese Grundlage, was meine Eltern in mir investiert haben. Egal, ob ich eine Frau bin, egal, ob ich schwarz bin, egal, ob ich richtig mich äußern kann, es gibt nichts, was ich nicht erreichen kann, wenn ich das will. Und ich will euch ermutigen, an euch zu glauben. Daran zu glauben, dass jedes Ziel erreichbar ist. Wenn ich das geschafft habe, in regulärer Zeit mit zwei Kindern Medizin zu studieren, auf Deutsch, dann gibt es nichts, was ihr nicht schaffen könnt. Gefahren, die morgen nochmal zurückfahren kann, dann gibt es nichts, was euch halten kann. Dankeschön.